Hey, Sistix hier. Willkommen zu meinem neuen The Elder Scrolls Online Video. Heute gibt es den Antiquitäten-Guide. Obwohl Greymoor schon seit Ewigkeiten draußen ist, dachte ich mir, dass es eine verdammte Menge da draußen noch gibt, die keine Ahnung hat, wie das Antiquitäten oder halt das Ausgraben, das Spähen funktioniert. Deshalb dachte ich mir, mach mal ein Video dazu, kurz und knackig. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid oder euch die Videos helfen, dann würde ich mich über ein kostenloses Abo enorm freuen. Ich streame auch regelmäßig auf Twitch, dort könnt ihr mir auch folgen, der Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe auch einen Community-Discord, dort könnt ihr mir auch beitreten, der Link ist auch in der Videobeschreibung. Und damit starten wir ins Video. Das Antiquitätensystem wurde mit dem Kapitel Greymoor eingefügt. Also benötigt ihr das Kapitel Greymoor, um den Zugang zum Antiquitätensystem zu haben. Seiten wie zum Beispiel MMOGA bieten die Erweiterung günstiger an. Und nein, das ist kein Placement. In Einsamkeit, das im westlichen Skyrim liegt, befindet sich ein Antiquarenzirkel. Dort findet ihr eine Quest. Diese Quest ist der Einstieg und ein kleines Tutorial zugleich. Nach der Quest haben wir zwei neue Skillbäume, einmal Ausgraben und Spähen. Um diese schnell zu leveln, gibt es eine gute Technik. Dazu geht ihr in ein sehr kleines Land, wie zum Beispiel Arteum. Arteum ist ein Teil von Summersend. Um den Zugang zu Summersend, also auch Arteum zu haben, müsst ihr halt Summersend gekauft haben oder ESO Plus besitzen. Ihr müsst nicht Arteum benutzen, ich benutze es nur, weil es halt ziemlich klein ist. Wichtig ist nur, umso kleiner, umso besser. Wir haben drei Levelstufen, die wir machen müssen. Level 1 bis 3, von 3 bis 5 und von 5 bis 7. 7 ist das Minimum, was wir haben müssen, um dann halt die Mythic Item oder halt legendären Sachen zu finden oder halt ausgraben zu können, zu spähen. Mindestens Level 7. Hier angekommen, öffnen wir das Tagebuch. Ich stelle mal ganz kurz das Spiel auf Deutsch, damit es einfacher ist. Jetzt ist es besser, jetzt habe ich das Spiel auf Deutsch gestellt. Also, ihr öffnet das Tagebuch und dort findet ihr im Tab Antiquitäten das neue Antiquitäten oder halt das ältere neue Antiquitätensystem. Bei offene Welt findet ihr auch die zwei Skillbäume, einmal Ausgrabung und Spähen. Ich bin schon Level 6,5 oder halt 6 1/3. Deswegen nicht wundern, wenn es bei mir ein bisschen weiter oder halt anders aussieht. Natürlich ist es logisch, dass ihr eine Menge Fertigkeitspunkte braucht, um halt für Level 7 alles vorzubereiten. Ungefähr 20 bis 25 Stück. Wenn ihr halt mehr oder halt höher levelt, benötigt ihr natürlich auch mehr Fertigkeitspunkte. Zurück zu den Antiquitäten. Standardmäßig habt ihr immer ein grünes, das blaue könnt ihr ignorieren. Habt ihr eigentlich immer nur ein grünes, wenn ihr halt Level 1 seid und frisch angefangen habt. Dieses können wir einmal aktivieren, dann kann ich ganz kurz das Spähen einmal aktivieren. Hier diese drei Dinge könnt ihr nach der Zeit freischalten. Ist eigentlich selbsterklärend, was sie machen, weil da eine kleine Beschreibung drunter ist. Hier unten sehen wir, wie viele Versuche wir noch haben. Und unser Ziel ist es, alle 6 dieser Dinge zu treffen. Weil ich halt schon so ein hohes Level habe, geht das bei mir verdammt easy, weil es halt die leichteste Stufe ist, also grün. Jetzt haben wir alle 6 getroffen. Der zeigt uns jetzt eine Position. Oben auf dem Kompass sehen wir auch die Position, sowie auch auf der Map. Deswegen nehmen wir auch ein sehr, sehr kleines Land, damit wir halt schneller halt den Baum und halt die Bäume leveln können. Sind wir im Gebiet angekommen, sieht man hier, es ist blau umrandet, können wir zu den Sammlungen gehen. Bei Werkzeuge finden wir den Auge des Antiquars. Den können wir aktivieren und der zeigt uns die Richtung, wo es ist. Man sieht auch, es geht in die Richtung und halt direkt vor mir ist auch die Ausgrabungsstelle. Falls ihr lost seid und die Stelle nicht findet, könnt ihr das wieder aktivieren. Nach dem Aktivieren hat man einen 30 Sekunden Cooldown. Zudem könnt ihr auch im Inventar das Ding auf den Quickslot legen. Einfach hier auf Andenken, Werkzeuge, sorry, und dann hier Auge des Antiquars und dann auf den Slot eure Wahl ziehen. Und dann müsst ihr halt nur eure Quickslot-Taste drücken bei mir. Ich habe es jetzt nicht gemacht, aber es wäre halt zum Beispiel jetzt hier den Händler, zack. Und es wäre genau dasselbe. Beim Ausgraben haben wir hauptsächlich den Augur und den Pinsel. Das sind die zwei Hauptwerkzeuge. Mit dem Augur können wir die Stelle finden. Okay, das war jetzt random, dass ich halt schon beim First Try hier den Grün getroffen habe. Ziel ist es, ein grünes Feld zu finden. Umso röter es ist, umso weiter sind wir davon weg. Es ist so wie Topfschlagen. Anstatt wärmer wird es grüner. Anstatt kälter wird es röter. Also hier zum Beispiel sieht man, es ist nicht in der Nähe. Gehen wir näher dran, wird es orange oder halt gelblicher. Und umso näher wir drankommen, okay, da liegt es auch, wird es halt immer grüner. Gut, wir wissen jetzt, dass beim Grün liegt es, dann können wir anfangen, das auszugraben. Meistens ist das Teil, was wir finden, 2x3 Kästchen. Zusätzlich zu dem Hauptding, was wir finden müssen, was wir jetzt gerade gefunden haben, gibt es noch Bonusse. Vielleicht finden wir es mit Luck. Oben mit der Zeit sieht man auch, wie viele Versuche man hat. Leider habe ich jetzt nicht... Oh, doch.
Ich habe das Bonusding gefunden. Das kann man dann einfach für Gold beim Händler verkaufen. So wie gesagt, wenn ihr Level 1 seid, dann habt ihr das Blaue hier gar nicht. Und denn unser Ziel ist es, schnell Level 3 zu erreichen. Also machen wir das Grüne nochmal. Und dann nochmal und dann nochmal, bis wir Level 3 bei Spähen und Ausgraben sind. Immer wieder das Grüne wiederholen, bis wir Level 3 sind. Sind wir Level 3 bei Ausgraben und Spähen? Dann skillen wir natürlich alles rein. Und dann können wir anfangen, auch das Blaue zu machen. So wie hier. In dem Fall ist es so, wenn ihr Level 3 seid, dass ihr jetzt erst das Grüne macht, dann bekommt ihr auch die Chance, das Blaue zu machen. Jetzt machen wir zum Beispiel mal das Blaue. Genau dasselbe. Hier die ganzen 6 Dinger treffen. So wie gesagt, bei mir ist es halt so easy, weil ich halt sehr hoch schon gelevelt bin. Dann halt hier die Ausgrabungsstätte finden. Genauso wie davor, den Augur benutzen, um halt die grüne Stelle zu finden. Ich habe sie jetzt gefunden. Findet ihr sie nicht und ihr habt schon alle Versuche verbraucht, dann müsst ihr halt raten, wo es ist. Dann müsst ihr einfach den Pinsel nehmen und dann random rumgraben und hoffen, dass ihr es findet. Bisschen anstrengend, wo könnte es sein, wenn zum Beispiel hier alles rot ist, dann hier orange, dann müsste es halt, hier oben in der Ecke sein, ist ja eigentlich logisch. Beim Grün gibt es einen Bonusteil drin, beim Blauen mindestens zwei und bei Lilanem weiß ich schon gar nicht mehr, wie viel es sind. Vielleicht sind es drei, vielleicht auch nicht, vielleicht auch zwei. Falls ihr es wisst, wie es beim Lilanen und Legendären oder Goldenen ist, wie viele Bonusteile drin sind, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Gut, jetzt haben wir das Blaue geschafft. Und das würden wir jetzt immer wiederholen, bis wir Level 5 sind. Also nochmal zur Erklärung, wenn wir Level 3 sind, machen wir das Grüne, dann das Blaue, dann das Grüne, dann das Blaue, dann das Grüne, dann das Blaue, immer wieder im Wechsel, bis wir Level 5 sind. 5 ist nämlich der zweite Stopp. Wenn wir Level 5 sind, dann skillen wir natürlich auch wieder alles rein, bei Ausgrabung und Ausspähen. Und dann haben wir die Chance, Lilanes zu machen, also Episches. Beim Lilanen haben wir aber eine kleine Änderung. Denn nämlich das Lilane kann man nur einmal erspähen und einmal ausgraben. Bei dem Grünen und Blauen ist es ja so, wir könnten uns ja dumm und dämlich graben. Wir können es tausendmal finden, bis wir tot umfallen. Das Lilane können wir halt nur einmal finden. In dem Land habe ich schon das Lilane gefunden, deswegen gehe ich ganz kurz ins andere Land, um euch zu zeigen, wie es halt mit dem Lilane ist, wenn ihr halt Level 5 seid, wie ihr dann weitermacht. So, ich nehme jetzt als Beispiel Auridon. In eurem Fall würdet ihr einfach mit dem Lilanen dann weitermachen in eurem Land. Aber wichtig ist, wenn ihr halt das Lilane in einem Land gefarmt habt oder halt schon gemacht habt, müsst ihr das Land wechseln. Weil pro Land gibt es nur ein Haupt-Lilanes. Das, was wir machen wollen, ist halt das Schnell-Leveln. Denn umso höher die Stufe ist, umso mehr Erfahrung bekommen wir. Also das Blaue gibt mehr Erfahrung als das Grüne und das Lilane natürlich mehr Erfahrung als das Blaue. Und unser Ziel ist es ja, schnell hochzuleveln. Und ich kann es jetzt schon mal vorwegnehmen. Ungefähr, bis ihr von Level 1 bis 7 seid, kommt drauf an, wie schnell ihr seid, braucht ihr ungefähr 5 Stunden. Ungefähr. Wichtig ist nur, wenn ihr es Lilane gemacht habt, dann das Land wechseln, wo ihr es noch nicht gemacht habt, und dann das wiederholen. Mit Grün, Blau, Lila. Land wechseln. Grün, Blau, Lila. Land wechseln. Bis ihr Level 7 seid. Von Level 5 bis Level 7 werdet ihr das tun. So wie gesagt, bei mir ist es halt so simpel, weil ich halt das schon alles geskillt habe. So. An Wegschrein gehen. Und so wie gesagt, am besten Länder nehmen, wo ihr alle Wegschreine habt, damit ihr halt schneller reisen könnt. Auge des Antiquars benutzen. In die Richtung. Okay, es war direkt nebenan. Jetzt wieder den Augur benutzen, um halt das Grüne zu finden. Müsste hier vielleicht sein, hier. Wo ist es denn? Ah, jetzt haben wir ein Beispiel. Ich habe jetzt keine Versuche mehr mit dem Augur. Jetzt muss ich halt raten, wo es ist. So, jetzt habe ich auch die Spur fürs Lilane bekommen. Jetzt können wir das Lilane machen. Jetzt wird es hier natürlich auch schwieriger, sieht man auch. Fürs Lilane, so wie gesagt, hier oben haben wir das Leben. Beim Lilanen haben wir eine neue Mechanik, nämlich hier diese explosiven Dinger, nenne ich es mal. Wenn wir die jetzt mal ausgraben, kann ich ganz kurz zeigen, explodieren diese. Und wir verlieren ein Leben. Also ganz wichtig, passt auf. So wie immer, das Grüne finden. Hier ist es. Können wir ausgraben. Wir können auch die Schaufel benutzen. Damit können wir es auch beschädigen. Also aufpassen, was ihr tut. Jetzt haben wir das Lilane in diesem Land bekommen. Jetzt würden wir das Land wechseln. Und wieder Grün, Blau, Lila machen. Ich kann es auch einmal ganz kurz bildlich darstellen. In einem sehr, sehr kleinen Land. Von Level 1 bis Level 3. Immer nur das Grüne wiederholen. In dem kleinen Land weiterhin. Von Level 3 bis Level 5 Grün-Blau wiederholen. Von Level 5 bis Level 7 pro Land immer nur Grün-Blau-Lila machen. Dann das Land wechseln und dann wiederholen.
bis ihr Level 7 seid. Denn so wie gesagt, 7 ist das Minimum, was ihr braucht. Natürlich könnt ihr das Spiel noch weitermachen, dann auch mit Mythic-Items und so weiter. Aber halt 7 ist das Minimum, was ihr braucht, um halt die legendären oder halt goldenen Sachen ausgraben zu können. Jetzt noch ganz kurz am Ende, was überhaupt die Belohnungen sind, weshalb man es machen sollte. Nummer 1 natürlich die ganzen Mythic-Items, die ihr mit den DLCs freispielen könnt. Ihr könnt auch Bemalung, Verzierung und Aktion bekommen. Wertgegenstände, die man einfach bei Händlern verkaufen kann, ist jetzt nicht so doll, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Neue Handwerksstile, ein neues Reittier und verdammt viele Einrichtungsgegenstände, die auch verdammt cool aussehen. Eine Menge davon sind wirklich verdammt cool. Jetzt noch einmal ganz kurz zu den Leads. Also auf Englisch heißen die Leads, auf Deutsch heißen die Spuren. Zum Beispiel braucht man für das Mythic-Item Umarmung des Blutfürsten, ist eine Brust schwer, könnt ihr sehen, was es macht, braucht man 5 Spuren. Man sieht, ich habe schon das 2. und das 5. gefunden. Man sieht auch, die laufen in 30 Tagen ab. Also vor 3 Tagen habe ich das bekommen und vor 6 Tagen das. Erst wenn ich alle 5 zusammen habe, kann ich anfangen, danach zu suchen. Dann steht da, es ist suchbar, also erspähbar, und dann könnt ihr halt das machen. Ganz kurz noch zwischendurch, die Spuren bekommt ihr auch nebenbei, wenn ihr Truhen öffnet, irgendwelche random Bosse tötet, Quests macht. Bei so gut wie jeder Aktivität können halt diese Leads oder auf Deutsch Spuren droppen. Also einfach so viel wie möglich machen, dann bekommt ihr auch sehr viele Spuren und könnt halt schauen, was ihr zusammen habt und so weiter. Wenn ihr halt wissen wollt, wie ihr halt zum Beispiel hier in diesem Beispiel das 1., das 3. und das 4. auch bekommt, einfach googeln, ihr findet zu jedem Item eigentlich, wie ihr es bekommt. Ich muss jetzt auch ungefähr noch ein halbes Level machen, bis ich Level 7 bin. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit dem Ausgraben und Erspähen. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte so gut wie alles. Und damit haut rein!